Vor 39 Jahren landete sie mit einem Raumschiff in der Wüste Nevadas. Omnek Onek kam vom Planeten Venus. Seitdem lebt sie unter uns. Die ganze Zeit verschwieg sie ihre Identität, weil wir Erdlinge noch nicht reif genug waren. Jetzt packt sie aus. Ihr Menschen ignoriert die Wahrheiten des Universums, so das Astralwesen. Früher waren Raumschiffe am Himmel so selbstverständlich wie heutzutage Flugzeuge. Und 54% wollten das Astralwesen Omnek Onek sehen. Omnek Onek ist zu Gast bei uns. Guten Abend. Hi. Hallo. Haben Sie schon als Kind gewusst, dass Sie nicht von dieser Welt sind? Yes, of course. Ja, natürlich. War Ihnen das immer schon klar? Wissen Sie, haben Sie eine Erinnerung daran, wo Sie vorher waren, wie das vorher war? Yes, I remember being born on Venus. I remember growing up there, what my environment was like, my education system, my whole background, and I remember coming to Earth very clearly. Ich weiß auch noch, wie ich auf die Erde gekommen bin, ganz klar. Sie sagen, dass Sie auf dem Planeten Venus in einem Ort namens Teutonia lebten. Das klingt ja nun ausgesprochen deutsch. Yes, this particular city was named after a German scientist who, back in the 1920s, I believe it was, the 1800s perhaps, went to Venus and to study some scientific things to help the German people, so we named the city after him. Und wir haben nach ihm diese Stadt benannt. Er wollte den Deutschen helfen. Erinnern Sie sich genau daran, wie Sie den Planeten verlassen haben, wie das abgelaufen ist? Well, since we live in a different dimension, that runs parallel to the physical, we had to go to a certain temple where that we can lower our vibrations and manifest a physical body, and we can't return to this dimension after this process takes place. Then we walk to a physical ship, which you would call a UFO, and we go to a bigger ship that carries smaller ones and travel within a close proximity of the Earth. And there I went to a temple in Tibet, and I stayed there for a year before coming into society here to adjust to the gravity and learn English. Gesellschaft eingeschleust wurde, um mich anzupassen an die Schwerkraft und um Englisch zu lernen. Warum können Sie denn nicht zurückgehen? Sie haben doch gerade gesagt, dass der Deutsche, der Ihren Heimatort gegründet hat, auch dahin gekommen ist. Warum können Sie das dann nicht? When the scientist was there on Venus, Venus at that time was a physical society rather than living in another dimension. It was actually a physical society at that time. Damals war es eine physische Gesellschaft. Kennen Sie denn andere Leute auf Erden, die auch von diesem Planeten oder von anderen Planeten kommen? Yes, there are very many people living in society all over the world, and they're working in some of them in scientific fields, some of them are doctors, and they don't stay for very long periods of time, so they keep their identity a secret. Behalten Sie Ihre Identität geheim. Sie sagen ja nun ganz selbstverständlich, auf diesem Planeten kann man leben. Ich war da, da gibt es einen Ort. Warum sagen dann alle Wissenschaftler, dass diese Planeten nicht bewohnbar sind? Well, unfortunately, we depleted our environment by carelessness over the centuries and years, and we brought some colonies to Earth millions of years ago and set up people here, and we can't no longer have an environment there that's inhabitable, so we do have one city which is under a climatic dome and it's hidden in a valley, and so therefore it would be very difficult for scientists to find this one city. Es wäre sehr schwer für die Wissenschaftler, diese eine Stadt zu finden. In Ihrem Buch schreiben Sie, dass bei Ihnen die Erde als sehr lebensfeindlich galt. Warum sind Sie dann trotzdem auf diesen Planeten gekommen? We don't really consider it hostile. We consider it a very young planet and going through the processes that most planets do when they're a younger society and a younger planet. And having many wars as you've had on Earth, a lot of the survivors have lost track of their true heritage, which is indeed that man is a universal species rather than just Earth-bound species of people. Wie empfinden Sie das Leben auf der Erde jetzt? Ist das schwierig? Ist das kompliziert?
It was very difficult in the beginning for me because people don't communicate mentally here, and I'm very sensitive to people's feelings and living on Earth in a multicultural environment, which you have many of these mixtures, class-wise and racially, made it very difficult to understand the differences that you make with one another, since that we all feel that human beings are just human beings and we can't see the differences. Menschliche Wesen sind. Wir verstehen und sehen diese Unterschiede nicht. Es war schwer für mich, mich anzupassen. Abgesehen davon muss ich sagen, dass ich die Unterschiede und die Schwierigkeiten natürlich sehe und auch einschätzen kann. Wie oft treffen Sie denn auf Leute, die sagen, das ist alles eine gut erfundene Geschichte, damit man dann zum Beispiel ein solches Buch gut verkaufen kann? Well, I didn't have a book in the beginning. Zunächst habe ich ja kein Buch geschrieben. Ich habe nur Vorträge gehalten, auf dem Radio, Interviews an unterschiedliche Menschen gegeben. A spiritual man's idea for me to do. To introduce our spiritual beliefs to people, and out of curiosity, people wanted to know more, and so the book came about and was published by a retired Air Force colonel who was chief investigator of UFOs in America, and we sold out within 3 months. I wasn't quite prepared for what's happening now with the great interest that is stirred up in this, you know, this subject. And I actually find that there's more people believe me than there are skeptics. Und ich sehe das auch, dass es mehr Leute gibt, die mir glauben, als solche, die skeptisch sind. Wie reagieren Sie dann auf Leute, die schlichtweg sagen, das ist alles nur erfunden? I think that people have to have the right to make that decision and a choice, and I can't force someone to believe or not to believe something. I let them read it and make their own decision for themselves. Ich lasse sie das Buch lesen und dann sollen sie es eben für sich selbst entscheiden. Und Herr Gonick, vielen Dank, dass Sie bei uns waren.